Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfeffer TV hier am Pfefferweg 69. In der letzten Instagram-Umfrage hatte ich euch ja gefragt, was wir machen sollen. Da waren die Spare Ribs nun ganz knapp dahinter. Also machen wir sie heute mal. Ich mache sie einfach mal auf die 5.0-Variante. Hab hier drei verschiedene Rubs. Und was ihr dafür genau braucht und wie es geht, das zeige ich euch jetzt. Was brauchen wir? Wir haben hier zweimal Magic Dust, einmal diese Variante. Das ist eine eher günstige Variante aus dem Internet. Dann haben wir hier, das hatte ich euch letztes Mal schon gezeigt, mein Lieblings-Magic Dust von der Firma Vajos. Müsst ihr euch unbedingt mal umgucken auf der Homepage, da gibt es einiges an geilen Sachen. Sieht man auch schon den Farbunterschied, dass das eine ganz andere Qualität ist. Und hier zum ersten Mal mache ich mit Teriyaki und Sesam. Wollen wir mal gucken, wie das wird. Womit fangen wir an? Das kennt ihr alle. Wir nehmen uns die Rippen, gehen hier über den Knochen. Wenn sie dann will, ziehen wir eben die Silberhaut ab. Und diese wehrt sich hier etwas. So, jetzt. Und ziehen wir die hier schön ab. Ich werde die Marinade oder die Rubs, die mache ich jetzt nur ganz, also mach sie ran, lasse nicht 24 Stunden einziehen oder sowas marinieren, sondern ich mache die drauf. Dann kommen die Rippen sofort auf den Smoker. Bin selber mal gespannt, wie das nachher wird. Haben wir die Haut abgezogen, dann haben eine ganz gute Fleischauflage, die Rippen habe ich hier beim Metzger um die Ecke gekauft. Fangen wir an mit dem Marinieren. Nehmen wir zuerst das Magic Dust, ganz nach dem Motto viel hilft viel, ne? Das kennt ihr ja. Riechen tut es auf jeden Fall schon mal saugut. Ich bin mal gespannt, wie das nachher wird, wenn wir die einfach nur 5 Stunden drauf lassen. Was ich noch machen werde, das zeige ich euch nachher noch, nach ungefähr 4,5 Stunden oder 5 Stunden, je nachdem wie es so kommt, werde ich die noch einmal glasieren mit einem Mix aus Barbecue-Soße und Ahornsirup. Dann wollen wir mal sehen, wie das wird. Ich denke, den Farbunterschied, den sieht man jetzt schon ganz gut hier von den beiden Magic Dust. Hier ist auch richtig schön der braune Zucker, den sieht man richtig perfekt. So, als letztes machen wir hier das Teriyaki. Da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Da habe ich mir jetzt auch einfach nur eine Soße geholt. Die kann man natürlich auch ganz einfach selber machen. Aber jetzt bei dem Wetter machen wir die schnelle Variante. So, da haben wir sie im Prinzip schon mariniert und wie ich mir das vorgestellt habe, mache ich jetzt den Smoker an. Ich habe einen Pellet Smoker, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Und dann packen wir sie einfach drauf und gucken, was passiert. Den Pellet Smoker, den heizen wir jetzt eben auf 120 Grad vor. Der muss ja erst einmal vorbrennen, dass er nicht mehr so heftig qualmt. Problem ist natürlich das Wetter. Es ist elendig oder fängt jetzt wieder an zu regnen. Hab leider noch keine Überdachung, also falls ihr einer Tipps, Tricks hat, zeigt mir das einfach, schreibt mir einfach einen Kommentar was oder schreibt mir eine Nachricht. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch vorbeikommen, mir eine Überdachung bauen. Ich stelle eine Kiste Bier hin, mache euch Barritten oder was auch immer ihr wollt. Wäre auf jeden Fall ziemlich witzig, da muss ich nicht jetzt im Regen stehen. Jo, Smoker ist einsatzbereit. Packen wir die Rippen eben drauf. Machen wir ganz einfach. Lege die jetzt einfach nur hier hin. Und dann warten wir mal 4,5 bis 5 Stunden und dann gucken wir mit der Glasur, wie wir weitermachen. Bis dahin. So, bevor ich das vergesse, mein Pellet-Tank war leer. Jetzt habe ich hier die Originalträger-Apfel-Pellets, die habe ich noch nie verwendet. Und mal gucken, ich fülle die immer erst in meine Dose um.
Und dann wollen wir mal nachher gucken, ob man überhaupt irgendeinen Unterschied schmeckt zwischen Buche und Apfel. Ich bin mal gespannt. Aber soweit wie ich gehört habe, schmeckt man sowieso keinen Unterschied. So, 5,5 Stunden später, wir waren noch in der Stadt, deswegen habe ich ein anderes Outfit an. Ich habe noch ein paar Sachen bestellt, auch für diesen Kanal, das werdet ihr dann in Zukunft sehen. Rippen sind jetzt fertig zum Marinieren. Ich hole sie mal raus. Die sehen schon super aus. Und dann marinieren wir die mit dem Magic Dusty Rippen mit diesem Barbecue Soßen. Wie heißt das noch? Ahornsirup. Marinade nochmal. Ja, das ist immer, ne? Kann nicht alles im Kopf haben. So. Schön von beiden Seiten. Oh ja, man merkt jetzt schon, dass die echt butterzart werden. Auch ohne Dämpfen. Hier ist der Zucker super mariniert. Mir fällt übrigens noch ein, ich habe bei Instagram unter dem Hashtag Pfefferfoto, da könnt ihr gerne eure Fotos auch teilen. Da gucke ich immer mal rein, da sind auch ein paar Fotos von mir. Dann können wir da gemeinsam unser Fotoalbum machen. Für die Teriyaki-Soßen-Rips, da habe ich gleich einfach ein bisschen Teriyaki-Soße und Honig genommen. Gucken wir mal. Nehmen wir eben einen anderen Pinsel. Schön den pinken, ne? Ist klar. So, mariniert haben wir. Oder glasiert, besser gesagt. Packen wir sie wieder drauf. Und dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. Bis dahin. So. Die halbe Stunde ist rum. Wir holen die Rippen runter. Smoker mache ich schon mal aus. Bisschen heiß ist es. So, dann wollen wir mal gucken, ob die, wie die jetzt von der Konsistenz her sind. Oh ja, also ist nicht fall out of the bone, aber ist schon super zart, sieht man. Ja, kann man so auseinanderziehen. Der Saft, der Fleisch, der tropft so raus. Ich probiere mal die Teriyaki. Schmeckt schon mal echt gut. Dann nehmen wir hier noch eine von dem Magic Dust. Also, ich zeige euch das nochmal. Es fällt so auseinander. Hätte ich ehrlich gesagt selbst nicht erwartet ohne Dämpfen. Wir probieren mal hiervon noch eine. Ja. Ist halt sau lecker, ne? Was soll ich sagen? Gut, das sind meine 5-Stunden-Rippen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ihr noch Bock auf mehr weitere Videos habt von PfefferTV, lasst mir ein Abo da, macht die Glocke an. Kommentiert gerne positiv und negativ. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim PfefferTV.